Gichin Funakoshi schrieb seine 20 Regeln nieder, die für jeden Karateka eine Relevanz haben sollen. Und gleich ziemlich am Anfang kommt die Regel, es gibt keinen ersten Angriff im Karate. Ich habe da jetzt schon an verschiedensten Stellen im Netz und von verschiedensten Leuten Interpretationen gehört. Die fangen an damit, in einer Selbstverteidigungssituation, da muss ich den anderen erstmal den ersten Schlag lassen, bevor ich mich wehren kann. Hinzu, als Karateka ist man immer passiv und immer in der Verteidigung. Und nach Gesprächen, die ich mit vielen Leuten geführt habe, die sich auf dem Thema gut auskennen und dazu einiges zu sagen haben, komme ich zu der Erkenntnis, das stimmt so nicht. Das stimmt nur dann, wenn wir Angriff und Attacke gleichsetzen. Aber definieren wir doch mal, was ist eigentlich ein Angriff? Wenn wir uns mal hier diese sehr unangenehme Aufnahme aus einer Überwachungskamera anschauen, dann ist das, denke ich, klarer, wo ich dahin möchte. Du kommst hier an meinen Land, Junge! Hä, du Fotzel? Hä? Du kleines Dreckvieh! Leider ist diese Geschichte am Ende auch sehr unangenehm ausgegangen. Doch der Angriff begann eben nicht damit, dass hier jemand handgreiflich geworden ist, sondern der Angriff beginnt schon mit Provokation, mit Aufbauen von Körperkontakt, Eindringen in die Schutzzone von jemand anderen, ohne dass der da das Go gegeben hat. Es beginnt auch wie hier mit einer Entmenschlichung. Kurzum, Angriff ist hier eher mit Aggression gleichzusetzen und nicht mit einer physischen Handlung. Gehen wir von diesem eher finsteren Thema aber mal zurück in die Tradition des Karates. Und was könnte traditionsreicher, was auch immer das ist, im Karate sein, als über Okinawa zu sprechen. Vereinskollegen von mir besuchten die Insel vor einiger Zeit und haben einige interessante Sachen mitgebracht. Ich meine jetzt nicht physisch, sondern Erkenntnisse. Und eine Erkenntnis war, dass ihnen dort in den Dojos gesagt wurde, es gibt keine Rückwärtsbewegung. Es geht immer vorwärts, immer auf den Gegner zu. Ihm nicht schenken, dass ich mich von ihm entferne, bis das vorbei ist. Ist das ein Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe? Nein, absolut nicht. Eher im Gegenteil, es unterstreicht das Ganze noch. Es heißt nämlich, dass wir nicht einen Kampf provozieren, dass wir nicht der Aggressor sind. Aber wenn wir kurz davor sind, dass wir merken, hier geht gleich etwas los, dann ist es unsere Mission, mit dem Wissen, das wir haben, diese Situation zu vermeiden. Und dazu kann man übrigens mit einer anderen Regel von Gichin Funakoshi antworten, der sagte, Unglück entsteht immer durch Unachtsamkeit. Und wenn wir jetzt blind der Regel, es gibt keinen ersten Angriff im Karate folgen, dann ist das eine Unachtsamkeit, weil wir uns davor gar nicht über das Wort Angriff Gedanken gemacht haben. Wir waren unachtsam. Und ich möchte hier einen sehr geschätzten Interviewpartner nochmal zu Wort kommen lassen, denn während ich dieses Video geskriptet habe, habe ich ein Interview mit Christian Wedewart aufgenommen und im Interview kommt er genau auf diesen Satz von Funakoshi zurück. Und seine Meinung dazu war, selbst wenn der Verteidiger zuerst körperlich agiert, hat immer noch der Angreifer mindestens verbal gestartet. Weil nehmen wir jetzt hier den Shotokan-Gründer Gichin Funakoshi, der ja seine 20 Regeln aufgeschrieben hat, wobei die erste ja bekannterweise ist, es gibt keinen ersten Angriff im Karate. Das bedeutet aber bei weitem nicht, dass man nicht als erstes zuhauen darf. Und das ist auch in seinen 20 Regeln. Und für mich ist das etwas, das ich auf sehr vielen Lehrgängen immer wieder sage. Wenn jemand vor mir steht und sagt, ich hau dich gleich, egal mit welchen Worten, ich drücke das jetzt einfach mal nett aus. Ja, klar. Ne? Und der macht eine Bewegung auf mich zu und holt aus, dann kann ich mich natürlich schon wehren. Das ist ja auch rechtlich abgesichert. Die Lektion, die ich für mich daraus genommen habe, war es auch scheinbar sehr logisch klingende Dinge, die mir gesagt werden, nochmal eine Stufe tiefer zu hinterfragen und zu überlegen, habe ich eigentlich für mich alles, was da gesagt wird, klar definiert? Weiß ich, was da eigentlich gesagt wird? Übrigens, mit dem Christian, den du gerade gesehen hast, habe ich vor kurzem hier auf diesem Kanal ein Interview gemacht. Es ging um die wunderbare Welt von Kata, Bunkai, wie das Ganze oft missverstanden wird und um viele interessante Interpretationen, aber auch um eine sehr weise Sicht auf eine wunderbare Kunst. Wenn das für dich interessant klingt, kann ich dir wärmstens das Interview mit dem Christian empfehlen. Ich bin definitiv schlauer rausgegangen, als ich in dieses Interview reingegangen bin.